Hi ihr Wundervollen, ich bin's wieder, eure Patti und heute mit einem der absolut angefragtesten Videos ever. Und zwar habe ich doch dieses Video gemacht, wo ich über meine Beziehung gesprochen habe, dass ich quasi seit 7 Jahren unglücklich bin und trotzdem nicht Schluss mache und so weiter. Und unter diesem Video wurde ich so oft gefragt, ob es Bücher gibt, die ich empfehlen kann, die man sich angucken kann, die einem helfen können, irgendwie mit seiner Beziehung besser klarzukommen, mit sich selbst besser klarzukommen und so weiter. Und ja, die habe ich. Ich habe eh ein riesen Bücherregal links und rechts von mir hier im Wohnzimmer. Ich lese sehr, sehr viel und habe natürlich auch zu diesem Thema Bücher. Und die wollte ich euch heute zeigen, weil das wirklich die Bücher sind, die bei mir in meinem Leben so ungefähr alles teilweise verändert haben, die sehr viel Transformation mit sich gebracht haben und die wollte ich euch gerne zeigen. Vorweg muss ich sagen, ich sehe es so, Bücher sind so eine Sache. Man kann sie einfach lesen, irgendwie begeistert sein vom Inhalt und dann das Buch am Ende ins Regal zurückstellen und nichts ist passiert im Endeffekt, außer dass man kurzzeitig irgendwie dachte, boah, das hört sich irgendwie spannend an. Ich empfehle euch definitiv solche Bücher, diese Mindset-Bücher, die muss man leben. Also langsam lesen, obwohl ich jemand bin, der unglaublich schnell liest. Aber bei den Büchern kann ich nur empfehlen, langsam zu lesen und immer wieder innezuhalten, zu lesen und selber auszuprobieren in seinem Leben, zu lesen und sich vielleicht Notizen dazu zu machen. Also das Ganze wirklich wirken lassen und das Ganze wirklich eher so als eine Reise sehen und nicht als ich lese jetzt irgendwie schnell ein Buch. Sondern, ja, man muss sich öffnen irgendwie dem Buch gegenüber und dem, was man da drin liest. Und das kann ich euch nur empfehlen. Es gibt auch Bücher, die habe ich dann teilweise im Jahr hier stehen und ich habe am Anfang reingelesen und gemerkt, das packt mich nicht. Und irgendwann komme ich aber an dem Punkt in meinem Leben, wo es mich zu diesem Buch hinzieht. Und dann setze ich mich hin und dann arbeite ich dieses Buch richtig durch im positiven Sinne. Also ich lebe das Buch dann mehr oder weniger. Also von dem her, stresst euch da nicht, wenn es gerade nicht der richtige Moment ist für ein Buch, dann legt es zur Seite, der Moment wird kommen. Jetzt fangen wir aber mal an, weil ich habe 6 Bücher hier. Und das erste war auch so mein allererstes Mindset-Buch, überhaupt in diese Mindset-Richtung. Und zwar von Robert Beetz, Willkommen im Reich der Fülle, wie du Erfolg, Wohlstand und Lebensglück erschaffst. Und dieses Buch kann ich jedem empfehlen, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Mindset-Bücher gelesen oder Selbstliebe-Bücher, Selbstverwirklichungsbücher und so weiter. Dem kann ich das hier empfehlen, weil das so simpel geschrieben ist von Robert Beetz, sehr liebevoll geschrieben ist. Es ist nicht so dick, es ist toll aufgeteilt, finde ich. Also ich habe da sehr gut reingefunden. Es gibt eben so Kapitel wie zum Beispiel, nimm deine Macht in deine Hände oder zur Fülle durch Liebe und Selbstwertschätzung oder deine Vergangenheit segnen. Finde ich auch super wichtig, das spricht er hier sehr oft an, dass man Frieden mit seiner Vergangenheit schließt. Alleinsein schafft Klarheit zum Beispiel, empfangen können, die weibliche Seite der Fülle. Also lauter so Sachen und das finde ich sehr, sehr toll. Da gibt es, glaube ich, auch Übungs-CDs dazu und so. Es gibt auch immer Übungen, die man konkret dazu machen soll hier drin. Und das finde ich schön, weil man eben zum einen auch ins Zoom kommt, zum anderen ist es leicht zu lesen. Kann ich jedem Anfänger empfehlen, der sagt, ich will so ein bisschen einsteigen in das Thema Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Fülle in mein Leben holen. Großartiges Buch. Dann mache ich mal weiter. Mit was mache ich weiter? Vielleicht so ein bisschen chronologisch auch. Ein Buch, das ich schon lange hier hatte. Mein Gott, das sieht so grintig aus. Es tut mir leid, aber ich hatte es in zig Urlauben dabei. Und zwar ist es von Eva-Maria Zurhorst. Die kennt man ja auch, wenn man sich damit befasst. Vor allem mit Beziehungsthemen. Und das ist, glaube ich, so ihr bekanntestes Buch eigentlich. Oder das, das sie bekannt gemacht hat. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Sagt schon alles, es geht um Selbstliebe und darum, dass man eben das Glück nicht im Partner sucht, sondern bei sich selbst. Ein sehr, sehr schönes Buch. Ich finde es sehr hilfreich. Es hat mir in einer Phase, vor circa einem Jahr war das, extrem geholfen, mit Matthias wieder richtig Frieden zu haben. Es war sehr, sehr schön und es liest sich auch relativ leicht, aber es ist viel zu lesen, definitiv. Was mir so ein bisschen hier fehlt, ist so der Praxisansatz. Also dann nochmal wirklich, ich habe das Gefühl, nach dem Buch bräuchte es einen zweiten Teil, wo es wirklich darum geht, wie kommst du konkret ins Handeln. Das fehlt mir da noch ein bisschen, es ist alles sehr theoretisch. Mir fehlt da ein bisschen die Praxis, aber es ist ein sehr empfehlenswertes Buch, vor allem wenn man gerade Struggle mit seiner Beziehung hat und sehr viel erwartet vom Partner, dann kann ich das Buch nur empfehlen, dass man wirklich da
damit kann man seiner Beziehung definitiv helfen und sich selbst vor allem helfen, wirklich glücklich in seiner Beziehung zu werden. Es gibt davon auch einen zweiten Teil, wo ihr Mann auch was darüber geschrieben hat. Den haben wir eigentlich auch mal hier gehabt. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ist ähnlich, aber da schreibt der Mann hinten noch ein Stückchen. Ist auch sehr interessant, aber auf jeden Fall ein tolles, tolles, empfehlenswertes Buch, was mir sehr, sehr viel vor einem Jahr gebracht hat. Ich glaube, jetzt im Moment wäre es nicht das richtige Buch für mich, aber ich habe es ja auch schon durch und habe das eben vor einem Jahr ja, sehr, sehr gern gelesen. Dann habe ich hier ein ganz kleines Büchlein, habe ich euch schon mal in einem Favoritenvideo, meine ich, gezeigt, Das Café am Rande der Welt von John Strelicky. Ich glaube, Strelicky sagt man. Ist eigentlich eine Geschichte, aber dahinter steckt natürlich ganz viel Mindset und ganz viel Botschaft, aber es ist eigentlich wie ein Roman geschrieben. Sehr liebevoll, sehr, man kann es sehr kurzweilig lesen. Also es ist so, man liest es und es ist schon fast zu Ende, das Buch. Es ist auch nicht besonders dick, es ist ideal für Leute, auch die nicht so gern viel lesen. Auch ideal für Einsteiger in den Mindset-Bereich, weil es eben ein Roman ist. Eine Fantasiegeschichte, die einem sehr, sehr viel sagt und einem ein bisschen so hinführt zu dem Sinn des Lebens. Also gerade für Leute, die sagen, ich stehe jetzt irgendwie vielleicht nach dem Abi da oder egal wann im Leben und weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, dann kann ich dieses Buch den Leuten sehr empfehlen, die wirklich den Sinn so ein bisschen verloren haben und nicht mehr so ganz wissen, warum bin ich überhaupt hier. Also dafür ist das Buch sehr, sehr schön. Auch ein tolles Geschenk eigentlich, finde ich, weil es eben so ein süßer Roman ist. Ganz, ganz schön. Kann man auch immer wieder lesen, finde ich. Dann mein Kindle, weil ich da ein Buch drin habe, und zwar The Work von Byron Katie. Ist sehr bekannt, Byron Katie, kann man auch mal googeln auf YouTube. Unglaublich, unglaublich tolle, inspirierende Frau. Und sie hat eben The Work erschaffen. Das ist sehr praxisbezogen, eigentlich genau das, quasi, was ich gesagt habe, was mir dem von Eva Maria Zuhaus so ein bisschen gefehlt hat. Es geht nur um Praxis. Nur Praxis, Praxis, Praxis. Es ist gar nicht in dem Sinne so Mindset-mäßig, sondern es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du mit deinen Problemen umgehen kannst und mit Glaubenssätzen. Wenn du irgendwie sagst, mein Mann sollte mir mehr Aufmerksamkeit schenken. Und dann gibt es da drin eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man quasi diesen Satz umwandelt und diesen Glaubenssatz am Ende auflöst, sodass es einem eigentlich dann richtig gut geht. Oder nicht nur eigentlich, sondern dass es einem gut geht. Da ist Voraussetzung, wenn man The Work liest, dass man Bock hat, es zu machen. Also The Work kann man nicht nur lesen und es dann in die Ecke stellen oder sowas, sondern man muss wirklich die Bereitschaft mitbringen, was zu tun und die Freude mitzubringen, an sich zu forschen und die Freude mit sich bringen, mitbringen, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Und dann macht es richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, sich hinzusetzen mit Zettel und Stift und The Work zu machen. Das macht wirklich großartigen Spaß und das ist wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Und kann ich eben nur empfehlen, ist ein dünnes Buch, liest sich leicht, aber eben man muss bereit sein zum Arbeiten, habe ich eben hier auf dem Kindle. Dann machen wir mal weiter und zwar, ich überlege, meinen Favoriten aktuell behalte ich bis zum Schluss. Ich zeige euch ein anderes und zwar von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Oh mein Gott, ein so gutes Buch. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht komplett durch, weil das auch so eins dieser Bücher ist. Die müssen dann zu mir passen in dem Moment. Aber aktuell habe ich wieder richtig Lust drauf und ich fühle mich sehr hingezogen zu dem Buch. Deswegen wird es jetzt aktuell wieder hervorgekramt werden. Aber was ich bis jetzt schon gelesen habe, es ist unfassbar gut. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Aber in meinem Leben sind Ängste sehr, sehr groß immer gewesen. Sorgen. Ich wurde damit auch aufgezogen eigentlich mit diesem, es kann was passieren und freu dich nicht zu sehr und was ist, wenn das und das passiert. Also mit sehr viel Sorgen bin ich aufgewachsen und mich davon zu befreien, das tut so gut und ich merke einfach, wie sehr Angst und Sorgen behaftet mein Leben ist. Und da hilft dieses Buch und ich finde, das Buch ist eine ganz tolle Mischung aus zum einen Praxistipps und zum anderen auch so ein bisschen geschichtlich, so ein bisschen was, so ein paar Geschichten aus dem Leben, aber auch Geschichten von früher, von Menschen, die eben das angewandt haben und sich nicht gesorgt haben und was dann passiert ist oder die Sorgen hatten und wie sie die transformiert haben und dann gleichzeitig eben Praxistipps, wie man das selber machen kann. Gleichzeitig aber auch einfach ein bisschen Mindset, ein bisschen einfach, ja, regt zum Nachdenken an. Also ich finde es unglaublich gut. Ich finde es sehr, sehr toll strukturiert in verschiedene Teile. Der erste Teil ist, was Sie über Ihre Sorgen und Ängste wissen sollten. Dann zum Beispiel die wichtigsten Methoden zum Analysieren von Angst.
dann, wie man mit der Gewohnheit bricht, sich Sorgen zu machen, ehe man selbst daran zerbricht. Dann 7 Möglichkeiten zur Entwicklung einer geistigen Haltung, die Ihnen Glück und Frieden bringt. Und dann der beste Weg, seine Sorgen und Ängste zu besiegen und wie Sie es schaffen, keine Angst vor Kritik zu haben. Und ich finde, das ist so gut aufgebaut. Es ist so toll geschrieben. Es ist einfach ein grandioses Buch, das ich jedem empfehlen kann, weil ich glaube, es gibt kaum Menschen, der keine Sorgen hat oder Ängste. Also tolles Buch. Und aktuell mein absoluter Favorit, habe ich euch auch in meinem Favoritenvideo gezeigt. The Secret. Ich muss es hier wieder zeigen. Ah, oh, das ist so ein gutes Buch. Ich könnte euch eigentlich auch das Buch zeigen. Wartet mal kurz. Das habe ich nämlich auch hier. Und zwar habe ich eigentlich begonnen mit dem Buch Erfolgreich Wünschen von Pierre Franck. Und zwar 7 Regeln, wie Träume wahr werden. Und die sind sich im Endeffekt extrem ähnlich. Ich finde nur The Secret noch ein bisschen tiefgehender und hat mir jetzt noch mehr geholfen aktuell. Ich finde, das ist sehr praxisbezogen. Aber hier ist noch so ein bisschen mehr Hintergrund drin, finde ich, bei The Secret. Und es geht im Endeffekt darum, wie du alles erreichen kannst, was du willst. Und zwar wirklich alles. Egal, ob du 1 Million Euro willst, egal, ob du die und die Liebe anziehen willst, egal, ob du eine gewisse Figur anziehen willst, ob du eine Gesundheit anziehen willst. Du kannst alles erreichen und wie das geht und warum und so weiter, steht hier drin und das ist meine Bibel eigentlich. Es ist so ein geniales Buch und das ist so ein bisschen das kleine Büchlein dazu, finde ich, wo man einfach ja so Schritt für Schritt nochmals sich das ja so praxisnah aufgelistet wird, wie man das Ganze tun kann. So, das waren sie jetzt, meine Bücher. Ich verlinke euch natürlich alle in der Infobox. Schreibt mir bitte unbedingt, 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 was euer absolutes Lieblings-Mindset, Selbstliebe, Beziehung, was auch immer Buch ist, weil dann haben wir vielleicht noch einen größeren Fundus. Ich habe halt euch jetzt einfach meine 6 Lieblinge gezeigt, aber vielleicht habt ihr noch ein oder anderes Buch, was ich nicht erwähnt habe und dann haben wir einen schönen großen Fundus hier drunter. Das wäre toll, da können wir uns alle helfen gegenseitig. Ich freue mich wahnsinnig von euch zu lesen und ob es euch geholfen hat. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Patti. Muah.